Resident Evil 3, meine Freunde, Nemesis hat noch mal eine Chance, uns zu erschrecken. Wir sind aber hartgesottene, ne, Gregor und ich. Wir haben alles schon gehabt. Ich habe keine Atem mehr, mach du weiter. Gregor hat gerade eben, wir sind eigentlich. Ich bin gelaufen! Wir sind einen Tag fast schon früher als geplant. Der Gregor hat eben gerade aus Neuseeland ist er hergelaufen. Die neueste, runtergeladene, frisch veröffentlichte Demo zu Resident Evil 3 am Stissel. Und wir haben sie hier, das hast alles du, habt ihr alles Gregor zu verdanken. Und ich würde sagen, die spielen wir jetzt mal an. Das ist das ein Cold Open? Oder ich warte gerade die ganze Zeit darauf, dass der Vorspann kommt. Okay, ja, gut, so ist es. Den Knaller! Ey, Alter, wir hatten ja geplant, morgen um 22 Uhr, es wurde ja kurzfristig angekündigt, dass die Demo zu Resident Evil 3 kommt. Ja. Und ich habe bei Capcom extra nachgefragt, können wir schon sagen, ab wann denn der Download verfügbar ist? Wir würden das gerne in den Sendeplan packen, weil wir als Fans möchten das natürlich sehr zeitnah spielen. Als Erster. Morgen am Abend Richtung Nachmittag kommt sie. Okay. Dann kam Neuseeland. Wollte ich gerade sagen, morgen bedeutet heute und kriegt ihr, heißt kriegt Neuseeland. Oder einen Tag früher. Also, du solltest ab jetzt, das wirst du ja auch noch dann machen, später in dem Zeitraum Doom Eternal anspielen, was auch ein geiles Spiel genau, ist. Genau, das war geplant für alle, die jetzt eingeschaltet haben. Es gibt jetzt Resident Evil, ist aber genauso geil, wenn nicht sogar geiler. Und wir spielen auch noch heute Doom Eternal. Exakt. Und die PS5 wird heute angekündigt. Es hört nicht was, auf. Was auch immer genau da bei der PS5 ist. Nachher um 17 Uhr gibt es dann noch den Stream hier bei uns. Um es kurz mal zu reiterieren, um 14.15 Uhr habe ich erfahren, dass die Demo runterladbar ist. Ich habe geguckt, okay, du brauchst einen Neuseeland-Account. Ich habe meine Xbox umgestellt. Echt? Weil ich hatte auch mal einen für die PS4 gemacht, allerdings wusste ich da die Zugangsdaten nicht mehr. Das habe ich nämlich für die Resi 2-Demo damals gemacht. Runterladen, 20 Minuten, inklusive abklären, sag mal, Simon spielt gleich, wollen wir das vorab ziehen? Ich bin also fertig runtergeladen, es hat funktioniert, wir haben es angekündigt und ich bin gerade hierher gelaufen. Falls ich jetzt einmal kurzatmig bin oder ab und zu einmal huste, das ist nicht, dass ich krank bin, aber du in die Richtung machst. Das ist mein Asthma, was noch mal greift, weil ich jetzt hier also spontan gelaufen. Ja, Risikogruppe bin ich, aber ich bin auch alt. Das sind wir alle. Nerds sind automatisch Risikogruppe, wegen der schlechten Ernährung auch. Das war so voll. Aber Simon, ich gebe dir den Controller. Ja, gut. Gibst du mir deinen Virus-Controller? Na gut. Nein, das ist nicht mein. Mein Virus-Controller. Du hast extra den neuen. Okay, das ist gut. Ich bin auf Pocket Coffee umgestiegen. Ich schick dir. In wessen Tasche war der denn vorher? Ja, warte mal. In meiner. Ich drück mal Start und dann geht's los, ne? Exakt. Du okay. Kannst du mal. Ich weiß nicht, ob du da Optionen umstellen musst. Ich habe da jetzt nichts dran getan. Eventuell ist die Steuerung invertiert, weil meine Xbox das automatisch macht. Hm, mal gucken. Ich weiß auch nicht, welcher Abschnitt genau es ist. Ich habe zumindest einen gespielt hier vor einigen Wochen in London. Könnte sein, dass das eventuell was anderes ist hier. Hey, Captain. Ah, Enrico, ne? This fine young lady could use our help. Carlos. Hey, Carlos, schon. Carlos. You didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Also mit ihm rechts möchte ich auch Kinder zeugen, auf jeden Fall. Ich möchte wuschelige, 3 Meter große
Wände. Ja, das Lustige ist, das sind keine großen Haare mit viel Volumen, sondern die sind kurz geschoren. Sein Schädel hat einfach die komische Form. er hat eine Wuselkopfform. Ist die Steuerung also, korrekt für dich? Das ist super, ja. Ich muss wirklich mal loben, wie gut sowohl die Charaktere als auch die Cutscenes neu interpretiert wurden. Also ich finde es richtig toll bisher. Ja, und das genau ist, das, was man erwartet hat. Das habe ich tatsächlich, die Cutscene habe ich nicht gesehen. Das war nicht in meiner spielbaren Demo mit dabei, die ich in England zocken durfte. Falls es wurde im Chat gerade noch mal kurz gefragt. Es war sehr, sehr kurzfristig. Ich habe nur meine Xbox One S gehabt. Also nicht wundern von wegen Framerate. Es kann sein, dass es ein bisschen hier und da ruckelt. Moment, bin ich das nicht? Ja. Stell dich mal genauso hin wie der Arm, ne? Ja, ich glaube, sie steht schon mehr oder weniger ja. So. Ja, es kommt schon hin. Ach ja. Schön viele Poster, aber ja, das fand ich auch schon. Sie haben einfach wirklich wieder eine sehr, sehr schöne Neuinterpretation. Ich mag einfach die neuen Arten, wie sie die Gesichter und die Charaktere interpretieren. Die haben einfach einen guten Stil. Auch direkt, Musik fällt mir direkt auf. Schön treibend. Geht das denn für euch da draußen mit der Helligkeit? Müssen wir hier vielleicht noch umstellen? Moment, wir stellen mal lieber im Zweifel immer heller. Es ist bei uns meistens ein Ticken zu hell. Ja, check mal, wie es am ehesten für euch da so draußen ist. So heller, oder? Wir sind auf Feedback von euch angewiesen, weil wir natürlich alles hier unterschiedliche Bildschirme haben. Und bei Resident Evil war es immer sehr schwierig, die verschiedenen Also ich habe jetzt hier bei mir derbe hochgedreht. Für euch müsste es aber dann ganz okay sichtbar sein. Ja, gib mal kurz Feedback, sonst. Ich meine, jetzt will man ja auch ein bisschen was von der Grafik sehen. Jetzt kommt. Zwei sagen, so ist top, der Rest sagt zu hell. Vorher war es besser. Okay, na gut. Da macht einen guten Mittelweg. Unser Problem ist, wir sehen ein Sendebild, aber das Sendebild ist auch auf einem Monitor. Ja. Und dadurch können wir gar nicht so. Okay, dann gibt es uns in der Regie auch mal Feedback. Also, okay. Okay. Wie gesagt, wir wollen es ja nur für euch gut machen. Diese Umgebung. Mann, die Engine ist so toll. Die können sie einfach gerne noch für zwei Titel behalten, solange sie einfach immer auf der Qualität abliefern. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Ich wünsche mir immer noch, wenn das hier mal durch ist und das mindestens genauso gut wie Resident Evil 2 werden sollte, ich würde Resident Evil 1 ganz gerne noch mal in der Optik Fassung sehen, einfach damit man die Trilogie hat. Gerne, ich sehe es genau. Ich habe Resident Evil 1, wie oft haben wir es schon gespielt? Ja. Aber ich würde es auch noch mal spielen. Genau, und ich hätte das nicht vorher gedacht. Das letzte Remake ist auch schon 15 Jahre her, musst du sagen. Oh, Schießscharten aus? Ja. Ach, das war mal, ja. Ein bisschen was ist auch anders an der Steuerung. Das Messer ist anders gelegt. Du musst es dir, glaube ich, jetzt selber, es funktioniert nicht mehr, nicht nur mit einer Taste, sondern du musst es dir so legen und dann. Ja, das Menü wurde ein bisschen geändert, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde es aktuell ganz gut bedienbar. Ach nee, das sind so hier. Wie heißt das zum Durchgehen? Einfach normale. Styles. Ja, ja, okay. Was ist das hier? Das kennst du noch von dem alten Resi 3. Da gab's so, das ist doch dieses Rätselding, wenn du weißt. Das stand aber, glaube ich, nicht vorher hier, sondern irgendwo draußen. Ich habe die Rätsel alle ausgeblendet, muss ich sagen, aus Resident Evil. ich nehm's mal mit, oder? Meinst du, ich sollte was zurücklegen? Komm, hier baust du dir doch einfach. Ja, mach einfach nach deinem Gusto. Ich kombiniere einfach mal ein bisschen. Kombiniere. Ein bisschen Munition. Das ist schön. Und wenn ich nun diese beiden auch kombiniere, habe ich ein großes. Wenn ihr noch mehr Resident Evil übrigens gucken wollt, außer der Demo hier, wir haben kürzlich ein Randomizer-Show-Folge aufgenommen. Oh, ja. Resident Evil 2, die bald laufen wird. Ja. Die wird sehr spannend. Was genau war das denn für ein Randomizer? Es war ein Item-Randomizer bei Resident Evil 2 Remake. Das ist super, dass ihr direkt zurück. Ein bisschen wabbeliger Controller gerade. Deswegen kann ich da gerade nicht so perfekt. Aber gut gemacht, den hast du voll abgeschüttelt. Ah! Shit! Nein, tut mir leid, ich hab gerade mega verballert. Oh, der Kopf ist nicht abgegangen, aber er hing hinten noch am Hals. Ne? Hast du gesehen? Es sah ganz cool aus, ja. Und das hier ist genau das, was man sehen will. Die Stadt zerstört, Zivilisation
am Ende. Das ist Deutschland in 3 Wochen. Vor 3 Wochen, wenn ihr später guckt. Ja, je nachdem. Das VOD. Ja. Guck mal, damals haben Simon und Gregor noch jeweils 2 Arme gehabt. Das war noch vor den großen Klopapierkrieg. Ja, ganz genau. Ich hab 2 Rollen, aber nur noch 3 Finger an der Hand. Ja, aber ich kann sagen, das ist ein guter Tausch, finde ich. Eine Rolle, ein Finger, da kannst du auf jeden Fall. Ach, natürlich. Immer die Polizisten! Ich hab doch gedrückt. Jetzt direkt in den Hals hat er mich gebissen. Shit. Jetzt fall doch mal um. Du auch. Dein Aim ist aber immer noch sehr gut, finde ich. Also, ich komme hier mit der Wobbeligkeit. Das liegt daran, dass ich zu Hause eben mit der PS4 spiele und an den Controller gewohnt bin. Aber ich finde, das Trefferfeedback ist immer noch toll. Ja, es ist ein bisschen anders als im 2er. Zumindest war das mein Eindruck. Und dass die eventuell ein bisschen mehr schlucken. Eventuell. Ja, das kann sein. Das könnte theoretisch sein, ja. Aber da war es ja auch schon so, manche haben weniger, manche haben mehr geschluckt. Man konnte es nie so richtig sagen. Mhm. Ich wollte da nicht was vorwegnehmen, aber der Quickstep natürlich hier. Ah. Der sieht jetzt auch weniger cool aus, sondern mehr so wirklich panisch. Du kannst ihn aber auch richtig einsetzen. Ich glaube, beim ganz alten Resi 3 war es ja so, dass es situationsabhängig war, ob du gerade noch mal vorbeigekommen bist. Den kannst du jetzt wirklich jederzeit mit der Taste auslösen. Oh ja. Das ist genau die Atmosphäre, die ich mir wünsche. Das Riesenauge. Donut oder was das ist. Nicht wundern. Das ist cool. Ja? Ah, okay, gut. Bei der Demo, die ich gespielt habe, konnte man die noch nicht wegballern. Ja, also ist doch interessant zu wissen, dass sie scheinbar noch ein bisschen was geändert haben. Ja, hier, Rocket Donut. Guck mal hier. Herpes Endstadium. Haben sie noch eingelegte Dosen? Alter. Okay, hier ist natürlich jetzt ärgerlich, dass da gar kein Feedback kommt. Aber das ist wirklich. Ja, du sollst ja eigentlich auch nicht wegbremsen. Ja, gut, aber wenn ich will, dann muss ich auch können. Solltest. See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Sag Bescheid, wenn du auch spielen willst. Nee, ich bin gespannt mal zu sehen, weil ich kenne die Part schon. Ne? Also das ist jetzt bist du in dem Part drin, den ich gespielt habe. Muss mal sehen, wie lange der geht, weil ich konnte 2+ Stunden mindestens in der Umgebung spielen. 2 Stunden? Mhm. Konntest du in der Umgebung spielen? Ja. Wobei viel davon war, also ich glaube, ich wäre auch schneller durch gewesen, aber ich habe mir wirklich auch mal genauer angeguckt, so wie du das gemacht hast. Sightseeing müsste machen. Mal sehen, wie sie es verrotet haben alles. Ja, okay, nur dann gehe ich mal ein bisschen schneller, denn wir haben ja heute leider nur knapp 1,5 Stunden. Falls ich würde es genau heute schon gerne noch durchspielen. Fuck. Sind das nicht die, die du umgeballert hast gerade eben? Ja, aber es sind halt neue nachgekommen. Aber du, ja, guck, der sieht auch genauso aus noch. Das sind ihre Zwillingsbrüder. Ey, ja, der war schon weit weg, oder? Der war jetzt schon weit weg, ja. Ich wollte noch sagen, da müsste ich mal einen Sidestep ausprobieren jetzt. Sind auch noch einige rote Fässer zwischendurch. Okay, hier könnte man da hinten auch hin. Es sind schon so viele, dass man sich zweimal überlegen muss, alle seine Muni dafür auszugeben. Das ist ganz cool. Ich bin mal nachher gespannt, da du das Original ja auch ganz gut kennst. Es gibt so eine Location hier, wo ich gesagt habe, sehr schön, dass sie daran gedacht haben, dich ja nochmal zu verbauen. Mal sehen, ob du die überhaupt dann erkennst, ne? Weil da muss man schon ein bisschen im Detail drauf achten. Aber da dachte ich, ja, das ist cool, dass die hier mit drin ist. Ah, verdammt. Aqua Q, irgendwas. Ja, irgendwo hat er dann eben den Code versteckt. Mhm. Oh, warte mal, da war doch ein Schalter. Ah. Natürlich geht der nicht.
Hast du gerade die Religion gewechselt? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß, wie das klingt. Hey, nein, nein, nein. Wir hatten da eben, also das, warum, ich drück ihn doch weg. Was soll ich denn machen, außer stechen? Aber sie schlitzt auch nicht. Sie sticht so nach unten. Das Social Distancing ist bei denen noch nicht. Das ist nicht angekommen. Die haben offensichtlich keinen. Shit. Die haben diesen NDR-Podcast nicht. Die haben keine Ohren mehr zum Hören, ne? Na, endlich. Oh, interessant, ne? Du siehst jetzt auf einmal, du hast das Wackeln oder so. Das Danger wird auch visuell dargestellt, nicht nur mit dem Laufen. Mal gucken, ob sie auch schneller läuft, wenn sie einmal angebissen wurde. Ich hoffe es. Das ist meine komplette Taktik beim letzten gewesen. Okay, hier ist nichts mehr. Wir merken uns den Safe. Ja, wenn der Chat schon sagt, eine Armlänge Abstand, wie willst du das machen, wenn du keine Arme mehr hast? Du kannst es nicht mehr abschätzen. Mal kurz hier unten nochmal gucken. Sie steht doch bestimmt. Aber teilweise habe ich das Gefühl, bei ihr sieht man es ganz gut, dass die Texturen noch nicht. Also, manche haben gute Texturen, manche haben eher so mittelmäßige. Ich sage auch noch, es ist eben die Xbox One S-Version. Es kann sehr gut sein, dass da Texturenqualität nochmal runtergedreht ist. Das kann sogar sehr gut sein. Das letzte Mal, ich habe es auf einer PS4 Pro gespielt und da sah es für mich eigentlich durchweg, auch mit der höheren Framerate daneben, ganz gut aus. Da waren es fast immer 60, wenn ich mich richtig erinnere. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn dann Details im Hintergrund nicht perfekt scharf sind. Irgendwie muss es ja gemacht werden. Wenn dann auch, wenn es geht, wahrscheinlich auf dem PC spielen mittlerweile. Ah, da ist ein rotes Fass. Ärgerlich, habe ich leider nicht rechtzeitig gesehen. Der steht bestimmt auf. Der steht rum. Na gut, dann gehe ich hier mal rein. Ich wusste nicht, dass er so schnell aufsteht. Warum, obwohl ich doch drücke, was mache ich denn falsch, weißt du das? Ich glaube, du kannst, du musst zeitig vorher. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn jemand auf dem Boden ist, dass er dich greift, aber zumindest musst du das Timing des Fensters ist sehr knapp, um an denen vorbeizukommen. Okay, aber ich habe ja dieses A viermal eingedrückt. Achso, das A viermal, ich dachte, du machst den Sidestep vorher. Nee, den habe ich nicht probiert. Okay, nee, das A ist einfach nur, dass er von dir ablässt, aber ein Biss wirst du sowieso dann immer abbekommen, ne? Wenn er einmal bei dir drauf ist. Das Sidesteppen kannst du aber gerne natürlich mal trainieren, falls das ja so sinnig testbar ist. Ja. Und ich hatte das zwar nicht, aber anscheinend soll auch noch mal eine Slow-Mo möglich sein, wenn man vernünftig ganz, ganz genau sidesteppt, dass man sich irgendwie wieder umdrehen kann. Ich meine, die Sprüche schreiben sich von selbst, oder? Da ist mehr da als im Regal von meinem Supermarkt vorhin. Das ist einer der möglichen Sprüche, genau. Oh Mann. Holy shit. Oh, nice. Wie schön, auch dass es nicht ruckelt oder so, wenn man schießt. Nice, nice, nice. Diese gelben Dinger, die verwirren mich. Messer die doch einfach. Ach, das sind normale Kisten? Ja. Das sind messerbare Kisten? Ja, natürlich. Mann, warum sagst du mir das denn nicht? Ich will nichts vorwegnehmen, ne? Ja, okay, aber dann muss ich ja jetzt nochmal zurückgehen. Genieß das Spiel selber. Eigentlich hätte ich mir denken können, die hatten so eindeutig diesen Einband. Ja, aber warte mal, habe ich da nicht vorhin jetzt schon welche übergangen? Ein, zwei, aber du bist ja erst einmal Kunden hier. Du hinterhältiger Sack, hast mir das nicht gesagt. Du bist ja noch nicht raus aus der Location, Mann. Na gut. Bei Resi kannst du ja immer merken, gelbes Tape geht nur durch Messer auf. Ne? Das war ja mit dem Sicherungskasten nicht viel anders bei Teil 2. Shit, 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 shit. Ah, scheiße, ich wollte da schnell vorbei. Ist da noch ein Fass? Da ist noch eins hinten, ne? Das reicht wahrscheinlich nicht. Doch, okay. Ja, doch. Immerhin, um für sowas. Hey, das ist offensichtlich sind die, ich sag's dir, deswegen brauchst du den Sidestep viel mehr, weil die sind ein bisschen, die erreichen dich mehr. Das war meine Meinung, sie sind ein bisschen schneller bei dir und es sind öfters mal so Cluster. Oh, also, dass du mit der Faust eingehauen. Dass du viele Gegner zusammen hast, ne, dass du mehr ein bisschen ausweichen musst, anstatt zu sagen, okay, jetzt bin ich eingekesselt von Fähren. Scheiße! Scheiße, da kommt schon der Nächste. Boah. Ja, genau was du gesagt hast. Man muss das wirklich richtig nutzen, alles. Oh Mann. Hier brauche ich das. Was denkt ihr im Chat denn eigentlich? Es müsste ja jetzt so mit das erste sein, wo ihr mal richtig gespielte Footage seht. Ich glaube, Capcom hat nochmal einen eigenen Stream gemacht. Ich weiß nicht, was sie da genau gezeigt haben, aber ich hatte auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß bei dem Teil. Der steht doch wieder auf. Probier doch mal so ein Testmesser. Nee. Ah, der steht trotzdem wieder auf. Später. Wenn's story-relevant ist.
Okay, wo ist der Zombie? Rechnchen, okay. Habe ich natürlich jetzt nicht. Das ist kein Schlüssel, ja. Aber, geh mal rein hier. Da ist es. Du meinst die Musik? Sie ist wieder da, es gibt wieder Safe-Raum-Musik. Ja, Safe-Raum-Musik, genau. Ja. Oh, da ist auch die... War ja beim 2 ja nicht so, ne? Jetzt, wo du sagst, ja, aber das hätte ich jetzt gar nicht mehr so direkt gewusst, aber du hast völlig recht, ja, stimmt, wir haben ja noch drüber gesprochen. Es gibt wieder klassische Safe-Räume wie den hier, die sollen auch sicher sein, also... Nemesis kann in Safe-Räume rein, hab ich also schon gehört. Mr. X kann in 2er rein, ja, ich weiß nicht, wie es hier ist. Karte müsste Select sein, wenn ich mich nicht irre. Dann kannst du auch die Files und den anderen Schlüssel gucken. Also so wie du es kennst. Ja. Ah, okay. Das ist auch nicht schlecht, dass sie das immer so... Wo du daran vorbei bist und wo du es noch nicht mitgenommen hast. Shit. Aber die Karte hält an, also alles hält an, okay. Ja. Hier vorne ist noch rot. Hm. Komme ich doch niemals hin. Sehr schön. Weg mit seinem. Zagidi-Zack. Zagidi-Zack. Was ein paar Leute bei meinem Vorabbericht noch angemerkt haben, war, oh, das scheint ja jetzt nur noch Action zu sein und wenig gepuzzelt und so weiter. Das Ding ist, wir durften nicht selber aufzeichnen und wir durften in der Footage, die wir bekommen haben, aus Spoilergründen, war null von den Puzzles drin, ne? Damit wir nicht schon mal die Puzzles und die Lösungen vorab zeigen. Das heißt, alle Vorabberichte haben natürlich nichts von den Puzzlen zeigen können. Die sind hier aber genauso drin wie beim Resident Evil 2 Remake. Ich würde jetzt nicht sagen, also es hat schon mehr Action-Gefühl, weil da einfach mehr los ist. Mhm. Wasserschlauch. Ja, aber so einen riesigen, die schleppt jetzt einfach mal so einen 40 Kilo Wasserschlauch. Den hast du im Bauch gewickelt, siehst du doch, ne? Da schlägst doch ein paar Wellen am Shirt. Aber Rätsel gibt's ja auch. Ne? Wenn das immer noch so ein bisschen die Kritik ist. Ah, und du hast die super gut. Da waren jetzt noch mehrere Türen, ne? Ein, zwei Türen, die ich damit öffnen kann. Draußen im Gang auch, ja. Ah, oh, schön, die alte Schrotflinte, die nehme ich. Die Scholli. Jetzt habe ich leider nur noch, ich habe nicht genug, ich habe keine Munition. Aber der Safe-Raum, hattest du überhaupt Munition? Nee, ich habe einen Teil der Munition. Da, der andere fehlt, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich beides. Nur nicht dabei. Ja, du kannst sie ja kombinieren, die Handgun-Ammo. Ja, das muss ich wohl machen, aber. Ups, so. Ja, super. Okay. Ja, Steuerkreuz ist Quick-Wechseln der Waffen, inklusive dem Messer. So, und wenn ihr die Demo jetzt spielt, irgendwas wird fürs finale Spiel nochmal freigeschaltet, hieß es, falls ihr das jetzt vorab schon macht, Leute. Was meinst du, wird freigeschaltet? Also, ich weiß nicht, ob es ein Bonuskostüm, irgend so ein Bonusding wird freigeschaltet, wenn du die Vollversion dann spielst, wenn du die Demo auch gezockt hast. Das ist eigentlich vertane Chance, dass die wirklich kein Hand-Sanitizer oder so, weil das jetzt mal, dass das jetzt kein Item ist, warte mal, wo war's? Da! Dass das kein Item ist, was man so einsammeln kann. Das ist Whiteboard-Cleaner, ne? Ne, ist aber alles völlig egal. In der Not, da ist Alkohol drin, wirklich? Das packe ich mir auf die Flossen. Da guckt doch keiner mehr so richtig heute. Es wird einfach, wird direkt draufgesprüht. Ja. Ah ja, weil es nochmal gefragt wurde, wie viele Leute, die später eingeschaltet haben. In Neuseeland ist die Demo tatsächlich jetzt schon verfügbar. Und wer sind wir, wenn wir nicht sagen, natürlich machen wir das für euch. Ich sehe, warum ich verloren habe, ey, beim Speedrun. Deine Aim ist einfach viel besser als meine. Ach, Gregor. Nee, aber also, deshalb spiele ich auch nicht so viel Ego-Shooter, ne? Ab und zu mal ein, zwei pro Jahr, schon in Ordnung. Beim Rest hoffe ich, dass meine Waffe weit genug streut. Okay, hier links die Pharmacy, da wollte ich eigentlich rein. Da leuchtet mich die ganze Zeit das rote Kraut an. Wo ist das denn? Ach, da drin! Ja. Kannst du gleich kombinieren? Nee, ich hab's leider nicht genug. Okay, weil jetzt kann ich nichts machen. Dann weiß ich aber, was ich jetzt mache. Das lasse ich da drin. Wo ist das Gattertor? Ja, ihr habt natürlich recht, Chat. Resi ist kein Ego-Shooter, aber man aimt ja genauso, ne? Und ja, einfach zielen und das kann ich schon verstehen. Und die Geduld haben, dass das Steuerkreuz kleiner wird, ne? Nicht sofort ballern. Das ist wirklich am wichtigsten, weil dann auch die, ich glaube, dass die Munition dann durchschlagskräftiger ist. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, dass der Schuss einfach stärker sitzt. Ah, okay. Ja, nee, es ist tatsächlich so, ne?
Komm her. So. Der bleibt da. Das ist. Oh nein, da ist ja noch einer. Gemein, ne? Alter. Okay. Gut gemacht. Als du das gespielt hast, kamen da die Entwickler, haben über deinen Rücken geguckt und gelacht? Das ist bei mir immer ein Indikator, ob ich gerade gut oder schlecht spiele. Komischerweise haben sie es gemacht, bevor ich angefangen habe. Oh, vielleicht kannst du es direkt mit der Shotgun kombinieren oder irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Du hast gar keine. Ah, doch. Ach, geht nicht, ne? Ich wüsste nicht wie. Was kann ich denn immer gar nicht machen? Oder das Powder wegschmeißen? Ich weiß es nicht. Nee. Naja, das, wir merken uns das. Da sind Shotgun-Schüsse. Genau. Sie haben aber darauf geachtet, dass ich nicht in einen Bereich gehe, der noch nicht erlaubt war. Wo ich mal so einen kleinen Sneak Peek haben wollte. Und ich war, nee, nee, da bitte nicht. Da waren sie auf Zack. Okay. So, wir suchen immer noch mögliche Gänge. Hier könnte ich durchgehen, da war aber nur Muni. Hier hinten ist nichts, da ist eine Itembox. Da gehen wir mal hin. Schön erstmal Items wegbringen. Und die anderen holen. Ja, wir haben direkt jetzt ruhig. Auch noch nichts von gehört, ob es da eine Verschiebung oder sowas geben sollte. In den aktuellen Zeiten ist ja alles so ein bisschen unstet, aber das kommt ja in ein paar Wochen raus. Und ich glaube, gerade bei Videospielen, ich meine, es gibt immer noch Downloads, die man machen kann. Ne? Ja. Das Ding nicht als Download rausbringen, wenn es denn fertig ist. Es ist so weit fertig, dass eine Demo an die Öffentlichkeit rausgegeben wird. Ich würde schwer darauf hoffen, dass es dann zeitig da ist. Und wir werden natürlich gucken, dass wir es. Klar, sobald wir es haben, wenn wir es spielen und wahrscheinlich auch nicht mehr aufhören, bis wir durch sind. Wir haben es natürlich auch geplant mit Fabian zum Beispiel. Das ist aber noch nicht klar, oder? Genau, wir müssen einfach. Da gibt es noch keinen konkreten Plan, aber wir wissen, dass viele sich das wünschen. Wir versuchen das durchzuplanen. Ein bisschen ist ja noch und dann werden wir. Wir haben es auf jeden Fall im Auge. Wir möchten euch natürlich das maximale Resident Evil Feeling hier geben. Solange wir hier noch auf eigenen zwei Beinen atmen. Solange es noch geht. Wer weiß, wann's vorbei ist. Mhm. So. Durch den Donut-Shop hier weiter. Oder erstmal hier noch schauen, hier ist noch der Safe. Ich nehme erstmal die Handgun-Ammo. Erstmal alle Gegenstände hier einsammeln. Ich glaube, das ist jetzt, wo ich alles gekillt habe. Ah! Shit! Und ich sag's noch! Hast du überhaupt mal gesaved? Falls das geht überhaupt? Das ist jetzt aber zweimal hintereinander, ist aber nur noch unfair. Man muss einfach hier wirklich mehr auf der Hut sein. Wie schnell die auch aufwachen. Hast du gesehen, wie schnell die aufgewacht ist? Das geht normalerweise auch nicht so schnell. Krass. Jetzt ist die schon wieder angegriffen. Ich weiß gar nicht, ob hier Schreibmaschinen. Habe ich gerade eine gesehen im Safe-Raum? Ich habe noch nichts gesehen. Vielleicht sind die rausgenommen hier. Kann natürlich sein für die Demo. So. Hier waren aber auch noch einige Sachen, die ich mir noch mal angucken muss. Unter anderem eine Kiste. Der Raum mit dem Safe. Hier war noch Muni, genau. Den Typen da drin hast du gekillt, glaube ich. Nee, der kommt gleich raus. Darf ich Sie von diesen schönen Lederjacken überzeugen? Sind das diese Wundertüren aus den Videospielen, die nach innen und außen aufgehen? No? Das muss so eine sein. Also, ja, was mach ich denn jetzt mit dir? Kannst du drauftreten? Vielleicht kann der man muss, da... Willst du da durchschießen? Der muss sich einmal austoben. Okay, nee. Oh. Ja. Du hättest durch die Tür mit dem Lauf durch müssen, weil so prallte natürlich der Schuss an der Tür ab. Das heißt aber für mich jetzt auch, dass ich hier gar nicht mehr reinkomme. Das heißt, ich muss wahrscheinlich über diesen Umgang. Du musst außen rum. Ja, den Rückweg. Falls der, also der, eigentlich ist er ja kurz davor, da durchzubrechen, wie sie es gerne machen. Das ist so ein Ding bei Videospielen immer. Jegliche Türen gehen nach innen und nach außen auf. Habe ich auch noch nie gesehen in der echten Welt. Ja. Und wenn du solche Türen, ich habe die in USA gibt es manchmal so ganz billige Türen, dann merkst du halt, wie scheiße die sind. In London auch. Türen, die in beide Richtungen aufgehen, die sind immer wabbelig, die sind nie sicher. Ja, die halten ja nirgendwo fest. Genau. Nur am Haken da. Da hast du einfach nur den dämlichen Schlüsselhaken, das bringt doch nichts. So, ich gehe hier links und dann da hoch. Nee, Moment, das war falsch. Ich gehe da runter zum Donut Shop. Ganz neue Map. Sag mal, erkennst du hier irgendwas von der alten Map wieder? Dezent, nicht, oder? Also der Part, wo wir hier sind, ist. Es gibt eine Location, wenn du da durchläufst, wie gesagt, wo ich gesagt habe, ich finde es sehr cool, dass sie daran gedacht haben. Oh! Aber guck mal, der hat sogar so ein mechanisches Superherz. Mhm. Alter! Ah! Mit dem Schlangenfinger!
Ins Gesicht! Da war's, Stars. Da schreit er wie ein Wahnsinniger. Was? Nein! Alter, du lässt einen ja gar nicht. Ich komme ja gar nicht. Alter. Das ist nicht gescriptet, sondern ich muss gegen den kämpfen. Mach, was du willst, ne? Ob du gegen den kämpfst oder nicht, ist genauso wie bei Resident Evil. Ich hätte wahrscheinlich dran vorbeirennen müssen, ne? Wie du man kann beides, immer, ja. Wie du dich auch immer entscheidest. Interessant, was? Ne? Er hat mich nicht geschockt, als ich gespielt habe, weil ich so viel mit Mr. X unterwegs gewesen bin im. Also ist schon cool. Ich habe ihn jetzt hier nicht erwartet, ja. Sag ich mal. Ich meine, ich habe ja kaum richtig die Waffen, die auch. Was er da gerade macht. Ja, er kann die offenbar transformieren, ja. Das ist genau, neu. Aber wie soll ich denn vorbeikommen? Was soll ich denn hier machen? Lauf einfach weg. Ich bin gelaufen. Kann ich die ganze Zeit den Dash machen? Der bringt ja auch nur was für den Moment. Aber er springt auch vor dir und puncht dich dann weg. Ja, du musst gucken, wie du durch ihn durchkommst. Der ist auf jeden Fall wesentlich agiler als Mr. X. Ja, das stimmt. Oh Mann, da kannst du so doch gar nicht. Ah, okay, ich habe ja Granaten. Boing. Oh, da, du hast ihn. Guck mal. Ja, aber ich sehe es. Aber ich will natürlich dran vorbei. Eventuell droppt er aber auch ein Item, falls du den komplett gekillt hast. Ich habe ihn doch nicht gekillt. Oh, hast du gesehen? Ja, gut ausgewichen. Scheiße, die muss ich wahrscheinlich in ihr dummes Grinsegesicht. Ja, das war auch eine Sache. Nemesis kann jetzt Zombies infizieren, dass die jetzt so diese Cthulhu-Köpfe werden. Er ist weg. Ja, der ist. Ist er weg? Nee. Nee, doch, da liegt er. Der hat ein Item bestimmt fallen lassen. Ja, aber du gehst doch nicht zu Nemesis hin und beklaust ihn. Doch, natürlich. Doch, genau so. Ich glaube, er hat seine Brieftasche. Ja, ich glaube, das ihn. Okay. Überhaupt nicht, du dummer Lügner. Okay, der hat doch kein Item droppen lassen. Ja, natürlich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie die Leiter, die du in Dings Death Stranding aufgebaut hast. Meine Trollleiter, du die meinst Trollleiter, die, ja. Deswegen, wo ich den Metascore zerstört habe, weil IGN da von der Leiter gefallen ist. Das ist aber sehr, sehr lustig, dass meine random platzierte Leiter im IGN-Review gelandet ist. Ja, so muss es sein. Das ist schon gut. Ey, geil. Das ist so geil. Der hat ja auch nur ein Auge nur noch. Das ist voll gut gemacht. Oh Mann. Ach, das sind so Elektroschock-Dinger. Ah, genau, das war so ein Elektroschock-Teil. Okay, dann lauf weg von ihm, der hat keinen. Ich wollte nur, er droppt nichts, nein. Dann wird er kurz aufgehalten. Ich weiß nicht, wie weit er dich verfolgt tatsächlich. Ne? Das ist ja nicht jetzt hier das Polizeirevier, wo dich Mr. X dann quasi überall verfolgen kann. Ja. Wobei, es gibt ja auch schon viele Sachen, die zusammenhängen. Scheiße. Ja, wer die Demo jetzt runterladen möchte. Oh! Apropos Splattergeist. Die kann aber kein Müsli mehr essen. Das fällt alles links und rechts raus. Doch, du kannst es kippen in die Mitte. Ja, irgendwo reinkippen. Aber wo ist denn der hier schon wieder her? Sag mal. Das ist doch nicht zu fassen. Okay, komm hier zu dem Fass. Was? Was ist das? Wo ist er hin? Der kommt bestimmt gleich vor mir. Er ist weg gerade, ne? Der wollte mich nur kurz ängstigen. Komm, zum Zombie. Ist nicht, dass das schon zu weit. Okay, ja. Was? Oh. Zu weit vorne ist. Aber gut, du hast die alle erwischt, ja. Ja. Aber es ist schön, weil er wird einem erst suggeriert, dass er mega unbesiegbar ist und dann kriegst du dir das Fass mit und hast ja eine Granate auch und dann merkst du, okay, es geht. Aber schon am Anfang dachte ich, Hammer. Was haben die mit dem gemacht? Das Einzige, was mir am neuen Design nicht so ganz gefällt, ist die Nase. Ne? Weil er hat jetzt eine Nase, die komplett zur Seite im Gesicht verschoben ist. Ah, ist das so? Ja, seine Nase zeigt irgendwie komplett in die eine Gesichtshälfte. Ich glaube, es ist, weil sein Gesicht sieht aber auch so wie so Eher so rübergewischt aus. Ja, genau. So. Wie bei Brandopfern jetzt mal so, ne, dass das so ein bisschen unkenntlich ist. Also total unangenehm bei ihm, ey. High-Grade Gunpowder. Und dafür gibt's auch noch mal was, wenn man die ganzen Sammelfiguren irgendwie in der Demo findet. Brauche ich davon irgendwas? Ja, eigentlich könnte ich es schon benutzen, aber. Du hast hier auch eine Kiste in der Nähe übrigens, ne? Ja. Wenn ich mich nicht irre. Machen wir. Guck mal, alles. Die haben Papier. Das ist das Erste, was weg wäre, ne? Da stand Papier auf dem Counter. Hast du gesehen? Ja, es ist. Ist nicht realistisch. Wir alle kennen uns jetzt besser aus. Wir wissen, was hier wäre und was nicht. Ist die Demo wieder zeitbegrenzt? Fragt der Chat. Nicht. Alter! Oh, da ist er. Der hört ja gar nicht mehr auf! Nicht laut der Anzeige hier, also es ist keine Time-Demo. Nein, du Schlingel!
Ja gut, wenn er das häufiger macht, einfach nur brüllen und rennen. Schnell. Oh nein! Doch, sehr gut. Ach, ich dachte, ich brauche einen Schraubenschlüssel oder so, aber stimmt, ein Wasserschlauch ist viel besser. Sie hat ihn gerade aus der Tasche geholt. Sie hat einfach die. Sie kauft beim gleichen Schneider wie Guybrush Threepwood. Ja, ja, genau, mit den Endlos-Taschen. Ah! Oh! Warte mal, warst du nicht gerade hinter uns, du Sau? Nein, nein. Ist es das? Ah! Schade. Okay, du darfst nochmal. Okay, dann ja, eine Runde mache ich. Machen wir nochmal. Ja. Kannst du eigentlich auf Deutsch stellen? Nein, ja, oder? Das ja, wir mal zum dann, Kontrast einmal genau, machen gerne. Aber dann noch mit Intro und so, lass uns doch einmal alles auf Deutsch anhören. Ich hatte es auch Deutsch gespielt. Also ich fand ja eh, dass die auch beim Zweier ganz gut gelungen war. Holen wir das aus. Aber ja, oh, das Intro können wir auch mal laufen. Ja, lassen. Gerne. Lass mal laufen. Red. Oh mein Gott. No. Send somebody who's capable of getting me the hell out of here. What was that? Don't move! Kendo, you're all right. Aww. Yeah, I'm all right to stretch. Stop and do what? I got your back. Go. Go! Glock sticky. You better hunt. Sorry. Marvin. Mm-hmm. Look out! Let's do this. Ah, es wird so toll. Freue mich jetzt schon richtig. Ja, ich. Buy? No. Wanna buy? Wanna purchase? What are you buying? The Resident Evil 3 Demo. Also bin soweit beruhigt, dass es auch genau so eigentlich ist, wie man es erwartet hat. Ich finde es auch cool eigentlich im Nachhinein, dass es jetzt ein bisschen schneller und hektischer ist, was das Flüchten vor den Zombies angeht. Da kann man sich nicht so ganz drauf verlassen. Können auch auf Italienisch spielen, ne? Das ist die richtige Quarantäne-Nummer dann. Nein, machen wir German mal. Ja, ja. Nicht Standards? Ja, das ist, jemand sagt es im Chat, wirkt schon jetzt nervig, der Typ. Das soll er natürlich, aber auch das da gibt es einen feinen Grad auch ja. Zwischen. Jetzt hast du mal Atempausen, aber dann gibt es mit Sicherheit einige Areas auf der Map, mhm. wo er immer wieder kommt, könnte ich mir vorstellen. Also wo du einfach immer wieder, wo du irgendwann nur noch versuchst, drum rumzukommen. Ja, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Eben, ich hatte eine Handvoll mehr Encounter mit Nemesis, weil ich ein bisschen länger spielen konnte. Also, das kommt auch häufiger jetzt als jetzt in der Demo. Original zum Beispiel. Ich würde mal sagen, von der Location, die wir haben, ich habe vielleicht noch mal so viel an Location gesehen. Das Anfangsgebiet jetzt. Und der wird auf jeden Fall entweder gescriptet reingestreut oder auf einmal hast du das Gefühl, das fühlt sich jetzt hier nicht richtig an. No? Ja, ich habe das Gefühl auch, er taucht halt dann auf, wenn man halt wieder ein bisschen Spannung braucht oder wenn man in einem Areal ist, was groß genug ist, um so einen Kampf auch wirklich auszuüben. Es ist anders als bei Mistakes auf jeden Fall beim Zweier. Wie gesagt, so ein bisschen, so ganz zu 100% gestört habe ich nicht, weil durch das Speedrun ist man immer, okay, der kommt jetzt, der tapert da rum, aber so der Schockfaktor ist nicht mehr ganz da, aber es ist auch ein spezieller Fall bei uns. Ja, und es sind aber auch vier, also du startest gleich, ich lasse das noch sagen. Es sind ja auch hier ganz viele Situationen, wo du erstmal kurz zum Zugucken verdammt bist. Zum Beispiel, wenn er diese langen Schlangen aus seinem Arm macht, dann wirst du erstmal zu Boden gerissen, du wirst zu ihm hingezogen, du hast erstmal dieses Gefühl, fuck, jetzt bin ich dem Typ voll ausgeliefert. Natürlich ist es gescriptet, man kann dann weg, aber das sind die Momente, die halt es hier schwieriger machen, finde ich, als Mr. X. Der hat dich ab und zu mal gegrapscht. Ansonsten hat er seinen Schlag gemacht. Das ist halt weniger. Und er war so klassischer Zombie eben. Immer monoton sein Stampfer. Er ist nicht auf dich zugesprintet und alles, genau, sondern das war die Gefahr der Frachtzug mit den Messern, die herumgeschwungen werden. Du darfst nur nicht in seine Nähe kommen. Ich denke, so wollen sie es hier aber auch eben machen, um es abzugrenzen. Deswegen soll er hier auch anders wirken. Ich meine, Nemesis ist nun mal auch was anderes als Mr. X. Exakt. Die Entwickler meinten, sie haben bewusst nochmal geschaut, was im Zweier die anderen gemacht haben, weil es ist nicht exakt das gleiche Team, das jetzt an Resident Evil 3 Remake dran saß, aber die haben sich natürlich untereinander abgesprochen. Und wenn Mistake schon so viel vorweggenommen hat im Resident Evil 2 Remake, muss der jetzt hier natürlich Nemesis ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass es sich nicht genauso anfühlt. Ich starte jetzt mal und wir hören uns mal. Und ich nehme mal ein bisschen mehr Abstand, wir sollen 2 Meter haben, wollen die Leute. 2 Meter. Wir leben es vor. Kann ich aber gar nicht krabbeln hier so, ne? Nein, das machen wir unterm Tisch. Achso. Bisschen füßeln. Gilt das noch? Man darf sich die Hand nicht geben, aber die Füße schon. Füße ist okay.
Sie löst jetzt eben Handschütteln ab, Fußschütteln. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Hallo. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Schön. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Ich weiß, was das du ist. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Überlebende gibt's ja, ne? Na, immerhin ein paar. Aber das ist doch, also in der Bahn kannst du doch die Leute nicht sichern. Da kommt der Nemesis einmal, da läuft der einmal durch, das ist für den wie so ein Snackriegel. Ja, die. Das sind so kleine Lunchables. Ja, es so, macht die Verpackung genau auf und nimmt sich immer. Wenn die Mittagspause ist, geht er zur U-Bahn und schält sich so einen Waggon. Ich wollte heute Italienisch essen. Ah, Luigi. Italienisch Waggon. Ah, ja. Adios mio. Kannst du dich bitte in diese große Taco einwickeln? Oder er schmeißt einfach Tomatensauce durchs Fenster. Geil. Das ist ein bisschen lecker. Oh, auch, ja, bitte kurz die Poster angucken. Das, ja. Die beiden rechts. Die rechts finde ich gut. Hier, da die beiden. Die super. Also, Hell Squid, natürlich. Hell Squid, das ist, ich will die und sehen. Tyrant of the Deep. Ja. Sehr schön. Ja, die haben sich Mühe gegeben. Resident Evil 3. Bice? Nee, Big E. Bice. Featuring Special Guest. Ich mag das. Back die toben sich da immer aus in diesen Werbebildern. Ja, da. Skullstalker. He will find his target. On the dead planet. Und Skullstalker Adrift in Space. Das ist ja geil. Er hat sogar so eine Ehe. Ey, es gibt so einen italienischen Film namens Alien Terminator. Essentiell ist es das, oder? Ja. Das finde ich gut. Es sieht besser aus. Ich mag das. Freak Cinema 98, Astro Crunch. Und dann. Ja, jetzt wiederholt sich. Jetzt wieder. Also irgendwann fängt es an, sich zu wiederholen. Aber es lohnt sich immer. Da können wir mal Specials drüber machen. Das ist doch was für einen Retro-Club vielleicht. Oder, ja. Oder eine andere Rubrik. Werbeplakate in Videospielen. Generell die Ausstattung von anderen. Ich meine, das ist einfach. Das ist ein Stoff für alle. In Universe. Ich glaube, die Dinger werden anders im finalen Spiel. Ja, das ist ja jetzt Ding für die Demo. Ne? Das Ding schon. Das ist jetzt. Hast du es mitgekriegt mit. Waren es Filme oder Serie oder Spiele? Ich weiß nicht mehr, aber dass Bannerwerbung auch quasi dann live gestreamt wird. Das hatte ich schon mal bei Spielen mitbekommen, also genau. Bei Filmen soll das jetzt auch in Asien, wurde schon bei Filmen gemacht. Dass quasi aktualisierte Werbung, das jedes Jahr kommt quasi in die neueste Streaming-Version auch neue Werbung rein. Sind einfach Flächen drin, die dann einfach durch ein Programm gehauen werden. Völlig weird, ne? Also irgendwie auch cool, aber auch echt schon ganz schön weird. Das ist bei Spielen theoretisch ja auch möglich. Und wurde ja auch schon mal gemacht. Ja, bei Sportspielen, bei sowas wie Bandenwerbung, bei da ist es für die Realität. Rocket League. Ich weiß nicht, ob es Rocket League genau war, aber genau das. Da passt es ja auch irgendwie, ne? Ja, ich finde es auch, also da, wo man es erwartet, da muss ja eigentlich auch dann Werbung sein. Dinobytes. Oh, okay. Das ist hier Bubble. Das ist Bubble gemischt mit Dino Crisis. Und es ist Schokolade dahinter. Though tasty, they might go instinct. Weißt du was, ob sie Dino Crisis machen? Ich kann mir vorstellen, dass sie daraus auch nochmal. Also, machen. Gerüchte gab es da natürlich wieder, dass das ja angeblich ein Dino Crisis ein Remake in Entwicklung war. Warte mal, wohin? Du suchst den Ausgang noch, ja, ne? Ich habe auch das Gefühl, wir laufen im Kreis. Da war, hier war eine Tür, oder?
Warte mal, ich gucke einfach auf die Karte. So. Ach, unten ist der Ausgang vielleicht, ne? Also der, nee, der auf vorne. Doch, war doch. Einfach aber die Tür hatte mir gar nichts. Okay, vielleicht habe ich auch nicht dort darauf geachtet, dass der Prompt da nicht aufgetaucht ist. Angeblich soll ein Remake in Entwicklung gewesen sein. Ja, siehst du, es geht nicht. Hier ist zu. Da sind wir wahrscheinlich von hier gekommen. Wahrscheinlich geht's weiter nach hier, unten. Ach, durch die U-Bahn raus. Ich bin von der falschen Seite aus der U-Bahn. Ey, wir haben noch 40 Minuten dafür gehabt. Wir haben genug Zeit. Also, wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen gucken und erkunden. Ne? Dafür sind wir hier. Also, ich hoffe, dass sich die Demo für Capcom auszahlt. Ich hoffe, dass Capcom gut Einheiten verkauft, ne? Gerade jetzt in der heutigen Zeit. Glaube ich, wird das gut laufen, könnte ich mir vorstellen. Aber es kommen auch viele gute Spiele raus. Es sind schon einige da und es kommen noch mehr raus. Es ist ein schweres Jahr für gute Spiele. Ja, wobei speziell jetzt dieser April, der ist echt vollgestopft. Wir haben ja auch solche Games wie... Ab jetzt fängt's an, ja. Genau, Last of Us 2 und Cyberpunk sind ja noch mal weg aus dem Zeitraum. Ja, wir haben Resi 3, wir haben Final Fantasy 7 und wir haben tatsächlich auch Trials of Mana, was ich ganz cool fand, das Remake vom Nachfolger von Secret of Mana. Das ist ziemlich gut geworden. Auch, ich weiß es schon raus, aber auch sowas wie Nioh. Das wird Nioh ja auch 2, gekauft und es ist vor allen Dingen ein langes Spiel. Also sind wir auch bei 80 Stunden. Die kämpfen ja alle um dieselben Augäpfel. Ja. Müssen wir mal schauen. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Doom Eternal vergessen? Doom Eternal. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Mach sie mal mit der Faust. Du kannst sie nämlich auch zerhauen. Geht das auch? Ja, ja. Sie hat sie vorhin einfach aufgehauen. Okay. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe, aber es war einfach ein ganz normaler Button, irgendwas. Nee? Sowas wie L oder R, einfach ohne zu zielen? Ich habe das Gefühl, dass du vielleicht das Messer doch dabei hattest und es sah so aus. Nee, ich glaube. Ich weiß es leider nicht. Ja, wobei du hast recht. Sie macht ja den Stich, ne? Es kann sein, es sah aus wie ein Schlag. Es kann schon sein. Ich muss übrigens sagen, aber das haben wir schon ein, zwei Mal erwähnt, wenn es darum ging, dass mir Jill sehr gut gefällt, die Art, wie sie umgestaltet wurde. Sie sieht aus, wie man sie erinnert, das liegt aber mehr an den Klamotten, so an den Farbkombinationen irgendwie, auch wenn die auch nicht ganz hundertprozentig sind. Also aber sie ist eine andere Figur, ne? Sie ist nicht so modelhübsch, sie ist nicht so schlank, schlaksig, sie sieht einfach aus wie ein echter Mensch. Und das hatten wir auch vorher schon, dass die nicht mehr diesen Mega-Bizeps haben und einfach dieses absurde, abstrakte, das ist kein Sexobjekt mehr. Ja, alle Redesigns seit Resident Evil 2 Remake. Ich will da Resident Evil 7 ein bisschen ausschließen, weil den Chris Redfield, den sie da gemacht haben, der sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Aber hier, die haben bewusst gesagt auch, das ist wieder mal eine Schauspielerin nachempfunden. Also ich sehe da ein bisschen Natalie Portman drin. Andere Leute haben Mila Jovovich gesagt. Es gibt eine richtige Schauspielerin. Oh, jetzt wird es gesagt, ich finde, sie hat ein bisschen was wirklich von die, so die Augen, die Nase und der Mund, so die Kombination erinnert mich auch an Mila Jovovich gerade. Das Gesicht ist aber, es ist einfach nur ein Model, eine Schauspielerin, die sehr ähnlich schaut, die Vorlage dann dafür war. Aber ich finde auch eine sehr schöne Neuinterpretation also, und weniger sexualisiert, was auch vollkommen in Ordnung ist. Sie ist immer noch sehr hübsch, so ist ja offensichtlich, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber sie wird nicht so sehr, es wird nicht so sehr in den Vordergrund gerückt. Sie sieht nicht aus, als würde sie jetzt gleich morgen Fotoshooting mit dem perversen Nemesis machen. Ja, so sehr man sich an, wie ist die Dame, Julia Woff? Niedlich ist, glaube ich, das Wort, ja, was auch der Chat gerade nannte. Die hatten natürlich für das Resident Evil 1 Remake eine sehr schöne Jill Valentine, ne? Sehr markant das Gesicht und man hat es auch damit assoziiert. Die Schauspielerin ist natürlich jetzt nicht mehr die Vorlage dafür, aber ich finde auch hier, man muss nicht unbedingt an dem einen Gesicht festhalten, wenn du jetzt keine Filmversion hast. Gerade wenn man, du hast die Filme, du hast so viele Bilder, die man damit in Verbindung bringt, es gibt so viel Fanart, das ist schon okay, wenn man da ein bisschen interpretiert neu. Also dann nehme ich doch ein bisschen was mit. Man muss ja mit der Zeit gehen und früher waren auch, ich meine Lara Croft, ne, ist ein gutes Beispiel, früher waren die einfach ganz anders, weibliche Figuren wurden anders eingebaut, sahen anders aus. Genau, jemand sagt es, ihr Hinterteil ist ein bisschen breiter als im Original. Ich wollte es so nicht direkt sagen. Es ist einfach ein echter Hintern. Es ist halt kein, Cartoon-Zeichentrick-Videospiel-Hintern, der halt perfekt aussieht, was in der Realität einfach ab 22 vorbei ist, meine Freunde. Bei Mann und Frau. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. So, mal sehen, wie ich mich schlage. Ne, ich glaube, du musst bei dir die Geschwindigkeit, das, die Genauigkeit einstellen mal. Dein Arsch. Am Arsch hier. Ah, gut, wenigstens reagiert er auch mal. Das sollte es aber sein, ne? Aber ich muss mal sagen, ich würde mir auch wünschen,
dass man auf die Einstiche bei den Zombies auch irgendwie eine Emotion hat, noch irgendeine. Dass noch mal ein bisschen extra was kommt. Ich glaube, einer der Gründe, warum das besser nicht mehr separat ist, guck mal, es ist kein endliches Gut hier. Siehst du? Das hat keine Energieleiste, das Messer. Oh, es ist ein Perma-Messer. Perma-Knife. Perma-Knife. Starglass repariert? Nein, Stagler. Starglass repariert, Starglass tauscht aus. Ich war zuletzt total geschockt. Im Ausland ist die Firma anders, aber die benutzen den gleichen Jingle fürs Singen. Und ich bin total irritiert, weil die uns mit der Werbung so vollgeballert haben. Okay. Ah, das fängt schon mal gut an. Yeah, oh, lucky Crit. Shot, Alter. Das Crit ist gut. Habe ich gekriegt. Bam! In den offenen Mund. Ja, siehst du, einen Biss kriegst du ab. Selbst wenn er dich dann greift. Ja, du musst auch ausweichen müssen. Da. Oh. Ach, schon zack, echt zack. Heftig. Ja, dass der noch lebt. Einmal den Hoden abgestochen. So, schön übers Feuer. Ach, einer muss ich jetzt rösten. So. Aufspießen und übers Feuer. Einer war noch fällig. Mit dem Ausweichen. Ich scheue mich ein bisschen davor, das jetzt zu üben, weil wir konnten ja nicht absaven. Was zu üben? Das Ausweichen mal. Ne? Da kommt ja auch jetzt erst. Ja. So. Da konntest du das mit dem. Ja, lass uns das mal aktivieren hier. Ich feiere die Rückkehr der Tonnen. Carlos, ich hab die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du. Bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Waren sie hinter mir? Nee, die vorne kommen. Okay, ich mach das hier schon mal. Ja, aber du musst sie glauben. Achso, ich muss einmal triggern. Und das ist der etwas Beleibtere versucht drüber zu klettern. Klettern ist ja motorisch schon fast eine richtig komplizierte Angelegenheit. Also. Du hast gesehen, wie diese Roboter aus Russland so viel brauchen. Wer klettern kann, der kann auch arbeiten, finde ich. Oh, wie toll das ist. Diese Wucht. Sehr schön. Items lassen die nicht droppen, ne? Nee, aber beim Fass war noch ein. So, warte mal, hier. Spielzeugladen. Da ist ein. Da sind Willst du einen Mega Man haben? Mega Man! Das ist noch das alte Hesletto-Design noch vom NES. Da sind die. Ach, da steht einer drin. Siehst du das? Direkt am Schritt. Hab ich nicht getroffen. Ja, leider nicht. Und Monster-Shooter nicht vergessen. Auf dem Nintendo Entertainment. Ja. Oh, mit PlayStation NES, ja. Ja. Die Verpackung ist ein bisschen alt NES, so leicht. Ja, man kann ja schon Zeit verbringen, einfach mit den Details. Boah, willst du da einfach so. Ah, oh. Da, deswegen das gelbe Licht da, grüne Licht. Du mit deinem Knie. Bein hält noch. Ja, jetzt nicht mehr. Ah! Die habe ich natürlich übersehen. Ah, die ganzen Bakterien, ey. Ich empfehle es gerne nochmal. Wir haben gerade ein Bada Binge aufgenommen, wo es auch 10 Minuten, 15 Minuten lang um Kingdom geht. Das ist die neue, aber die zweite Staffel ist jetzt raus. Einer sehr, sehr ansprechenden, schön produzierten, originellen asiatischen Zombie-Serie, die vieles anders macht und die ich echt nur nochmal empfehlen kann, wo wir gerade über Zombies hier so schön reden. Geili geil, sag ich dazu. Und freut euch auf die fantastische Bada Binge-Folge, wo wir euch wunderbar eine Serie nach der anderen empfehlen, die ihr dann jetzt durchbingen könnt in Zeiten der Quarantäne. Da ist mal die Gelegenheit endlich da. Jetzt ist die Gelegenheit. Wenn ihr es nicht jetzt schafft, wann dann? Das ist doch. Jetzt könnt ihr euer Buch schreiben, jetzt könnt ihr euch nicht, was ihr immer machen wolltet. Schießpulver. Oder hast du nicht ein langes Let's Play von dir, das du empfehlen kannst, was Leute schon seit 8 Jahren. Ich habe nur lange Let's Plays, die ich. Irgendwas so Teil 8000?
Was würdest du denn sagen, was die Leute vielleicht ein bisschen verpasst haben? Weil jeder hat natürlich jetzt so sein Let's Play, wo du da emotional investiert was und sagst, guckt euch das doch mal an. Also, was mir am meisten Spaß gemacht hat, neben natürlich die Resident Evils mit dir und Fabian, die kann ich echt aber die kann ich wirklich auch sehr empfehlen. Die haben mir immer Spaß gemacht und wir haben alle Spaß gehabt. Aber die kennt man ja. Hat mir immer Subnautica enorm viel Bock gemacht, weil das eine ganz schöne Ruhe ausstrahlt. Da ich stundenlang meine Spinde archiviere und dann rumtauche. Ich glaube, da kann man ganz gut abschalten. Ja. Das kann man auch nebenbei laufen lassen. Du kannst sogar, glaube ich, zocken, nebenbei noch einen Podcast hören und sogar noch Subnautica nebenbei fürs Visuelle. Also, wenn du unbedingt willst, kannst du es als drittes konsumieren. Ja, dann nehmt doch die Empfehlung. Und natürlich wahr. Alien Isolation ist immer gut. Da würde ich aber nicht empfehlen, das zu laut zu hören. Weil es kann immer mal passieren, dass das Alien kommt und dann fallen euch die Ohren ab. ja. Aber richtig gute Sachen. Also das Spiel, ich sage, ich lobe jetzt nicht meinen Shit, sondern ich lobe in dem Fall die Spiele natürlich, aber die Let's Plays dazu sind auch gut. Interessant, ich glaube, hier müsste die Schreibmaschine gewesen sein. Wurde entfernt für die Demo. Ne? Und stattdessen, also es sind schon einige Unterschiede gegenüber dem Gameplay, was ich gespielt habe. Ah, jetzt guck mal, die Salzstreue hier. Wir sind ja auch in der Küche hier gerade. Wobei, so sauber sieht die auch nicht aus, trotz Zombie-Plage. Nee, ist keine gute Küche. Wie war das im Original? Das war doch storymäßig zweigeteilt, ne? Der Anfang von Resident Evil 3 spielt vor Resident Evil 2. Entschuldigung, nur weil ich das gerade sehe, auf ein Forest Let's Play hätte ich Bock. Es gibt ein Forest Let's Play mit Nils, Udi, Edi und mir. Der gute Edi. Quarantäne. mit uns, und ich glaube, dass dann irgendwann Budi nicht mehr dabei war und Ede, aber Nils und ich haben es durchgespielt. Das weiß ich noch, weil ich es gehasst habe, mich in diesen Tunneln zu verlaufen. Das sieht aus wie. Du warst aber gerade am Reden, Entschuldigung. Achso, nein. Nur der Punkt, dass hier doch noch einiges für die Demo anders gemacht wurde. Das entspricht nicht dem finalen Spiel jetzt hier oder zumindest das, was ich bereits vorab spielen konnte. Die haben es für die Demo ein bisschen umverteilt. Ich finde auch das Detail, wie diese Durchsagen und so, sowas erwarte ich. Ich erwarte zerstörte Straßen und irgendwie, das ist schon genau die Form von Chaos, die ich mir wünsche. Komm, konzentrier du dich ruhig aufs Ballern. Und ich hoffe, dass es noch größere Locations gibt, die eben nicht nur abgeschlossene Straßenzüge darstellen. Muss man natürlich abwarten, das ist ja auch eine Engine-Frage, aber ich hoffe, dass man noch mehr das Gefühl hat, wirklich in dieser großen Stadt zu sein und in viele Richtungen gehen zu können. Das wäre auch meine Hoffnung. Also, du hast natürlich das Polizeirevier und damit eine gute Location gehabt im Zweier. Allerdings, ich würde mich ja auch einfach Raccoon City wünschen. Da war. Ja, läuft doch. Aber die sind hier sehr großzügig, was die Munition angeht. Da kann man. Kupploch 2. So. Kann man gerne mal ein bisschen generöser sein. Das würde ich mir aber auch erhoffen. Einfach, das war auch das Schöne an Resident Evil 3, dass du mal richtig da durch Raccoon City durchkonntest. Okay. Genau. Schön kombinieren und dann nochmal kombinieren und schon hast du wieder. Okay. Könnt ihr mal bitte das Gegner-Schadensmodell testen? Na gut, das hat ja Gregor mit dem Bein schon gemacht. Haben wir schon geguckt. Arme, weiß ich nicht. Konnte man die abschießen? Also, ist auch schwierig. Es hält sich ein bisschen. Warte mal. Also, wir wissen. Das wäre mal eine gute Idee. Man sieht wunderbare Texturen, aber Körperteile fliegen nicht so ab, wie man es vielleicht, ich sag nicht wünschen, aber wie man es erwartet. Also es hält sich ein bisschen immer noch so als vorab, es ist weniger Splatter da als vorher. Ich weiß jetzt nicht, ob man den im Nachhinein noch so die Körperteile wegschneiden kann. Wir haben ja schon gesehen, dass da Köpfe aufgeplatzt sind und andere Geschichten. Genau, das hat man, plus die Monster verwandeln sich ja nochmal, da gibt es also mehrere Ebenen. Ich nehme mir an, also so war es zumindest früher, je weniger die mit Menschen zu tun haben, desto ekelhafter und auch brutaler wird's. Wobei der zweite ja auch, was Menschen angeht, auch schon ziemlich heftig war. Müssen wir mal gucken, wie weit das geht. Ich finde schön, dass ein paar Charaktere auch wieder auftauchen. Okay, das scheint doch, da war ein Arm ab, ja.
Ja, der okay. kann nicht mal laufen. Ich hoffe, dass sowas häufiger passiert, dass die irgendwie stolpern oder auch zu gierig sind. Zu greedy. Jawohl, okay. den hast du. Das kann war das sein, ein spezieller, dass, spezieller Impact, ne? Hast ja, oder? Gesehen? Das war nämlich wirklich, wenn du jemanden, kann es sein, dass so wenn du ihn tötest, dass dann so ein Impact kommt? Oder woran lag das? Wenn es jetzt auch wieder kommt? Okay, interessant. Der halbe Hals ist schon weg. Nö, scheinbar. Das ist komisch. Also eben war da so ein Impact. Warum war der? Ja, das war der finale Schuss, ne? Der wurde noch mal angezeigt. Aber der wird nicht immer angezeigt, scheinbar. Nee, nicht immer. Ihr Arm ist auch weg, den habe ich abgesprengt. Also das Schadensmodell ist wohl da, aber ein bisschen anders. Wir hatten einen aufgesprengten Kopf, wir haben Körperteile, die abgehen. Vielleicht nicht exakt genau wie bei Resident Evil 2. Ne? Habe ich noch Energie? Ja, ne? Hängt natürlich auch von den Waffen ab. Nehme ich mal an. Aber ich habe das Gefühl, dass es bisher eigentlich genau so ist, wie ich es erwartet habe. Entschuldigung. Hier war die Shotty. Bist du denn? Da bist du. Oh, und sie hat natürlich die Lampe am Revers. Weil gerade gefragt wird, das hier ist die Xbox-Version. Sind denn die anderen Demos? Ah, sobald du jemanden stunst durch einen Schuss, könnte sein. Okay. Sobald du quasi einen Impact-Schuss hast, der. Ja, oder? Ja, oh, siehst du. Ja. Okay. Das ist immer dann, wenn du, sag ich mal, beruhigt dran vorbeigehen kannst danach. Muss aber vielleicht nicht der Finisher sein. Muss der Finisher nicht sein, genau. Was war? Genau, die Demo. Ist die denn jetzt für alle verfügbar? Also für alle Konsolen? Das hier ist jetzt die Xbox One X. Genau, ich habe schon ist die S. Genau, es ist meine Xbox One S, aber ihr könnt es natürlich auf eurer Xbox One X spielen. Es ist auch auf der PS4 verfügbar, soweit ich gesehen habe. Das Ding war, dass ich die auf neuseeländische Zeit oder den Store umschalten musste. Das geht bei der Xbox zum Glück durch ein Menü direkt über die Webseite. Da kannst du sagen, hey, guck bitte im New Zealand Store nach. Und da konnte man die Demo einfach runterladen. Bei der PS4 müsste man sich einen Account machen mit einer neuen E-Mail. Das ist auch nicht so schwer, aber das kann man schon machen. Das war nur die einfachere Variante. Wo kriege ich denn eine neue E-Mail her? Nee, das ist nicht machbar. Das ist heutzutage leider nicht so, nicht so einfach machbar. Alle Namen sind schon weg. Aber nach und nach sollte das natürlich jetzt, weil Neuseeland zuerst den Datumswechsel hat, deshalb ist es da aufgetaucht zuerst, sollte auch in anderen Stores auftauchen. Ich glaube aber schon, dass wir wahrscheinlich die allerschnellsten sind. Ich glaube, dass wir mit die Ersten sind, die es haben, weil der Gregor... Ich bin gelaufen. Der hat die Daten, die Gigabytes, hergetragen. Wisst ihr, wie schwer sowas ist? Ach, über mindestens 1,5 Kilometer. Und das macht kein anderer. Niemand liebt das Spiel so sehr wie wir. Niemand. Lasst euch nicht was anderes einreden. Ne? Das andere sind nur Pause. Ihr seid hier bei Resident Evil Central, ey. Wir haben Resident Evil 1, 2, 3, 4. Schau, wir haben sie alle gespielt. Code Veronica. Findet ihr alles? Eine konkrete Analyse, was hier in diesem Aschenbecher ist. Findet ihr nirgendwo, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kippen. Mittelgut geraucht. Ah, Mittelgut. Der hat bis auf den Filter runtergeraucht. Das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Leicht nervös. Ein Mensch, der kein Limit kennt. Ein Mann, der seine Grenzen austestet. Ein Mann, der ungesund lebt. Der risikoreich lebt. Ich weiß alles über ihn. Was? Frag mich. Ups. Okay. Weil hier würden dann Rätsel passieren, um im Spiel weiterzukommen. No? Weil es ist hier die... Wir brauchen hier keine stinkenden Rätsel. Wir brauchen keine stinkenden Rätsel. Also hier, die Rätsel sind hier anscheinend aus der Demo auch nicht wirklich drin, verglichen mit dem, was ich gespielt habe. Sie sind aber, glaubt es mir, vorhanden im Spiel. Da müsst ihr schon Gegenstände benutzen und so weiter und so fort. Mit Ausnahme des Schlauches, den wir natürlich hier hatten bereits. Warum spielen wir kein Resident Evil 5 und 6? Weil wir uns geeinigt hatten, dass wir 5 und 6 nicht so gut finden, dass wir es spielen wollen. Fuck Resident Evil 5. Ja. Und ich finde, fuck Resident Evil 6. Also, egal wie wir es drehen wenden, wir werden wahrscheinlich 5 und 6 nicht mehr spielen. Aber wir haben durchaus den Plan, eventuell, potenziell, ist möglich, mit Fabian zusammen zu dritt Resident Evil 3 zu spielen. Aber wir das können wir nicht. Wir können es nicht versprechen. Genau, wir können wissen es nicht. Keine finale Aussage treffen. Aber alle Beteiligten haben Interesse bekundet und es wird geredet. Zack, Mann! Klopapier! Mehl! So, rein alle. Kraut. Ach, ich kann eh nichts nehmen. Oder gibt's eigentlich, nee, es wird hier kein Koop geben. Das wäre Koop, eine Wiederholung Koop alter Fehler. Bezweifle ich tatsächlich, dass der hier drin ist.
Und Forastero. Nee, was gibt da draußen los? Koop ist, glaube ich, hier nicht drin. Und natürlich, das Originale hat er auch nicht. Du spielst mit einer Figur und dann mit einer anderen. Ups. Ja, oh, nice. Ja, stimmt schon. Das war auch eine dumme Idee. Ich will eben eigentlich auch kein Koop. Koop war eine Sache, die dachte man früher bei Resident Evil 1, ach, wenn das mal, das wäre aber cool. Und dann haben sie es gemacht und es war ja nicht so cool. Das merkt man ja auch bei Dead Space. Dead Space 1 Dead Space und 2 war, ja, ist besser als 3. Ich liebe 1 und 2 so sehr. Ey, Hammer-Spiele. Einfach. Ah. Übrigens, das sind Let's Plays, die ich sehr genossen habe, wo ich nicht gedacht hätte, dass mir das auch beim dritten Mal spielen so viel Bock macht. So. Und die sind noch relativ unbekannt, diese Let's Plays. Und die sind echt lustig. Die haben echt Spaß gemacht. Ah, ich wollte ausweichen. Weil man stiefelt sich da ja immer so durch. Jede Zombie-Leiche zertrampelt man in seine Einzelteile. Und das wird irgendwann einfach zu seinem eigenen Wahnsinn. Das kann ich sehr empfehlen. Ey, und wenn man denkt, Dead Space ist jetzt, wann kam es raus? 2009, will ich jetzt sagen? Schon lange her. 11 Jahre her, aber es ist immer noch geil. Ja, Mann. Es ist immer noch super. Alter, als man das eher zum ersten Mal irgendwie das Schiff sieht und da andockt und dann noch mit Ingo als Sprecher. Mit Ingo als Sprecher, das verwirrt mich immer wieder. Er ist der erste Pilot im Spiel. Ja, es flasht mich jedes Mal wieder. Ich empfehle auch Dead Space 2, was ein bisschen actioniger ist als der erste Teil. Aber ich finde einfach so Action-Horror wurde selten so gut gemacht wie bei... Ich lass mal gucken. Ich guck mal, ob der hier rauskommt. Wie bei Dead Space 2. Genau, es ist vor allen Dingen Action-Horror und dann Action-Space-Horror. Ist ja noch mal so speziell. Aha, und mein Lieblings-Genre. Ist so gut. Ja, oder? Es ist immer gut, wenn jemand macht. So, Kumpel. Warte mal sehen, ob mein Trick funktioniert. Also. Ah, nee, der Lauf geht nicht durch die Tür. Doch, jetzt doch, vielleicht. Hier, doch. Jetzt, wenn ihr schießt. Nee. Nein, okay. Da muss ich vorne. Ah! Wo kommst du denn her? Ja, geil. Voll die Überraschung, geil. Sieg, okay. Ey, das sind voll die Stealth-Zombies. So, das wollte ich sehen. Guck mal, ist noch der Kiefer übrig. Schau dir das mal an. Mein Gott. Schau dir das mal an am Nachmittag. Oh, das will doch keiner sehen, Gregor. Holy shit, Boys, hat mich das erschrocken gerade. Ist das die hier? Ja, tatsächlich. Krass. Die mit der Mom-Jeans. Kopfrose, das ist ein sehr schönes Wort. Danke, lieber Chat, das Wort habe ich noch nie gehört. Holy shit, ey. So, wo war ich mich durch die andere Seite? Da war die Inventarbox, okay. Aber ich bin von der anderen Seite noch nicht hoch. Und er saved schon mal, weil hier Nemesis gleich kommt, ne? Der war doch gekommen, als du durch die Tür da bist. Der kommt genau direkt danach. Steht er schon da. Ich würde einfach rückwärts wieder in den Raum zurückgehen in so einem Fall. Und einfach mal gucken, vielleicht ist der beschäftigt, vielleicht sieht er gar nicht so gut. Du weißt es ja nicht. Man kann sich nicht sicher sein. Aber ich würde nicht weitergehen, an ihm vorbei oder so. Hast du denn den Schlauch überhaupt schon benutzt? Nee, noch nicht, aber ich benutze ihn, weil der Demo vorbei ist. Ist das so? Ja. Stimmt, okay. Okay. Oh, ey, du kannst den Kasten ja auch mal benutzen. Ah, ich konnte, ja. Jawoll. Ist natürlich extra so gemacht. So. Er ist tot, Jim. Ha, ha, okay. Stay alive. Gut, die anderen Zombies sind hier umgewandelt worden von ihm. So, ich war hier oben nicht durch die Tür. Hier rum bin ich lang gegangen. Naja, jetzt sagen Leute, irgendwie wirkt Nemesis schwach. Das muss man dazu sagen. Der ist weniger stark als in der Demo hier, als in dem, was ich gespielt habe, Entschuldigung. Das denke ich auch. Und als ich gespielt habe, habt ihr ja auch schnell gesehen, dass der einen auch ganz schön nerven kann, weil man ja nicht entkommen kann. Aber sie müssen es ja irgendwie auch gerade bei der ersten Begegnung so machen, dass man ohne Gesichts- und Gesundheitsverlust an ihm vorbeikommt. Das darf man nicht vergessen. Der normale Spieler will ja nun mal auch das Gefühl haben, man hat eine Chance. Und man brauchte auch bei Resident Evil 3 Nemesis, konnte man auch immer einen Trick haben, sozusagen. Man konnte immer über einen anderen Weg entkommen. Man musste nicht immer kämpfen. Okay. Was ja auch unfair ist, weil er hält so viel aus, wie du eindrucksvoll demonstriert hast. Mhm. Danke, Gregor. Er hält viel aus und man will ja eigentlich seine Muni nicht unbedingt in jemanden pumpen, der eh immer wieder kommt. Exakt, ne?
Ich habe gesagt, guck noch mal, ob da ein Item ist. Ich glaube, er lässt ein Item fallen, wenn man ihn bei solchen Begegnungen kurz... Ein Ei lässt er fallen. Na, das hat er auch beim Alten gemacht, ne? Wenn du da diese Encounter hattest und wenn du dann dich entschieden hast, so viel Munition in den reinzuballern, hast du zumindest noch dann eine kleine Belohnung bekommen. Dann spuckt der Weg so raus. Ja. Okay. Ist ihm aus der Tasche gefallen. Wie eine Slot-Machine. Steckst ein bisschen was rein, kommt ein bisschen was raus. Wo hat er... Ah gut, er hat gesaved kurz vor der Tür. Das heißt, ich muss meine Health noch einmal holen. Gehen wir an dem vorbei. Aber noch, ja, ein paar Minuten, das können wir ja noch. Wir können ja noch ein bisschen hier. Ja, gucken. Du kannst es noch fertig spielen, auf jeden Fall. So, ich kann auch, also ich, du bist ja auch in den anderen Laden mit dem reingekommen, ne? Da war doch noch ein Laden ganz am Anfang, wo du. Ja. Ich glaube auch, ich weiß gerade nicht genau, aber. Ich verstaue das mal, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich gehe mal nicht durch die Tür, wo er getriggert wird, sondern ich habe ja auch einen anderen Weg. Ne? Da komme ich ja auch von außen nochmal oben rum. Wo war das jetzt hier? Ach, es ist wunderschön, einfach. Ach Gott. Dass ich das alles noch erleben kann, dass Resident Evil nochmal so eine fantastische Renaissance erlebt. Das ist toll. Und du darfst nicht vergessen, Resident Evil 8 oder das nächste große Resident Evil. Steht da nur noch an, Alter. Ja. Das kommt, wie und geil da ist das denn? Wir freuen uns hier über Remakes, aber da kommt ja nochmal ein völlig neues Resident Evil. Und das macht eventuell nochmal die Ego-Perspektiven-Formel, weil die ja auch geil gewesen ist. Ja, habe ich auch gerne. Also ich finde, die können gerne zweigleisig fahren. Das ist eigentlich eine sehr smarte Idee, so ein bisschen diese Schiene zu fahren und gleichzeitig noch eine andere zu etablieren. Also da muss man, kann man sich freuen. Ich bin ja auch wirklich großer Fan davon, Resident Evil 7 mit VR zu spielen. Ich habe das so genossen und ich kann es jedem empfehlen. Da lohnt sich doch wirklich die Brille mal. Ich habe es auch komplett in VR gespielt, habe mir da meinen Freischwimmer geholt sozusagen, ne? Weil am Anfang konnte ich nur eine halbe Stunde zocken und danach ging es einigermaßen, nach einiger Zeit. Und es rentiert sich, es ist das beste VR-Spiel, was man jetzt, wenn man ansatzweise Fan von Horror ist. Also, wobei ich sagen muss, jetzt aktuell wird es überholt von dem neuen Walking Dead für VR, das ist fantastisch. Das ist wirklich ein Videospiel, vollständiges Spiel. Das muss man sich mal reinziehen, das ist wirklich ein vollständiges Spiel. Mit allen Möglichkeiten, aber eben VR-Anbindung und dann eben diesen ganzen Freiheiten, die man durch die Bewegung hat, ganz toll. Du hast nicht gelebt, Gregor, wo du nicht einen Zombie mit zwei abgebrochenen Flaschen in der Mitte aufgespießt hast. Vorher hast du nicht gelebt. Vorher habe ich nicht gelebt? Ich sag's dir, das sind Erfahrungswerte, die bleiben. Übrigens, du bist gleich tot. Okay, ich kann, okay. Oh, der Schatten. Weil ich die Frage lese, gucken die Beans heute den Stream von Sony? Ja, natürlich. Wir gucken heute alles, was zur PS5 veröffentlicht wird. Hoffentlich sind es nicht nur die technischen Specs, sondern es eben auch nur irgendwas die technischen Neues. Specs sein. Ey, die machen einen riesen Fehler, wenn die das jetzt nicht nutzen und irgendwas Geiles präsentieren. So, mal gucken, ob er hier durchkommt. Ist nicht mehr lange. Wir haben jetzt in 10 Minuten sind wir hier Schluss. Dann ist erstmal Foul wird fit. Und danach kommt die Sony PK. Und danach kommt. Danach kommt heute geht's los, Doom Eternal. Die ganze Zeit heute Programm und nur geiler Shit. So, gucken, wenn ich die Zeit habe und du nichts dagegen hast, vielleicht setze ich mich noch kurz dazu. Bei Doom? Ja, klar. Wenn du Bock hast. Weil ich habe auch mega Bock drauf. Ja, vor allen Dingen, das Interessante ist ja, dass der erste Teil sich darüber lustig gemacht hat, dass man keine Story braucht. Und der zweite Teil. Der hat jetzt eine 30-stündige Story-Kampagne. Also so ein bisschen versuchen sie vielleicht auch zweigleisig zu fahren. Vielleicht hat es auch nicht geklappt mit keine Story. Aber ich finde, jeder mag doch Doom. Also niemand hat gesagt, da brauchen wir Story. Ich will da auch nicht vorwegnehmen. Ich durfte ja auch schon ein bisschen spielen. Die PC-Version, die rausgekommen ist, die du jetzt spielen wirst. Du wirst ja auf dem PC zocken, ne? Ich denke, ja. Und es fühlt sich auf jeden Fall so an wie das Doom 2016. Nur ein bisschen erweitert, ein bisschen längere Level. Also ich habe mindestens eine Stunde plus für ein Level gebraucht. Ja, aber sind die Story einfach nur aneinander gekettete Level mit ein bisschen Talk oder gibt es wirklich nicht mal eine Story? Nee, es ist so richtig Cutscene und es ist ein bisschen mehr. Also es soll aber ist eigentlich dumm, oder? Ich es mein, soll auch richtige Cutscenes geben, ja, also nicht nur aus Ego-Perspektive. Das ist ja meine Frage. Das war doch gerade das Geile an Doom, dass die dir die Story aufdrücken wollten und dein Charakter dann so ganz einfach den Bildschirm mit der Info einfach weggedrückt, weil es keinen interessiert. Das war ja eine Aussage. Und es ist schon lustig, dass sie das jetzt ändern.
weil ich davon ausgehen würde, sie ändern es nur, wenn es nicht erfolgreich war. Und das war's ja. Ich kann dir auch nur von ein paar... Alter, der ist ganz schön stark. Von ein paar Stunden erzählen, die ich gespielt habe. Also mir kommt es nicht anders vor von der Verteilung wie beim ersten. Ja, gut, es ist genauso auf der... Ah, ich dachte, ich bin dran vorbei. Genauso in der Schiene, wie es gemacht wurde. Und du willst es ja selber spielen, ne? Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht in den paar Stunden, wo ich zocken durfte. Ah, da hast du gesehen. Ich bin mal durchgegangen. Ja. Ich würde gerne mal sehen, wie der modifizierte Zombie jemanden beißt. Jemanden killt? Ja, also was für eine Art von Animation da kommt. Ne, spiel bitte. Lass dich jetzt nicht davon von meinen Todesvisionen. Ja. Nee, das ist ja jetzt. Also ich meine, ich hätte ja eh nur, wo ich rausgehen kann. Wir können ja auch ein paar Todesanimationen mal provozieren. Also das würde ich schon gerne mal sehen, aber der ist schon tot, ne? Geht nichts mehr. Hat du Nemesis warst zu gründlich. Ich hab den ja nur einmal angefangen. Ich glaube, den hat Nemesis erwischt, ja. Ah. Okay, und jetzt ja, was willst du da denn noch machen? Wir machen das jetzt gleich einmal, weil wir kommen bei Nemesis ja wieder raus. Ich schmeiß ihn mit einer Granate weg, damit er uns nur nicht stört für eine Minute. Und ich laufe mal rein in den Gegner. Hast du eigentlich die, das haben sie ja wahrscheinlich auch, ist ja nichts Neues für Sony, aber die haben ja auch schon angekündigt, den Preis, den Kampfpreis so für die alte. Ach so, für die alte? Firma, ist nicht bei 200 oder so, ja. Also das ist wirklich ein ordentlicher Preis. Also das ist so wirklich schon günstig. Wenn du noch keine hast und zumindest die ganzen Exklusivsachen oder die halbwegs exklusiv sind, Horizon jetzt zum Beispiel nicht mehr, das kommt ja auch nochmal für den PC raus, aber es gibt so viel Exklusivkram. Ja, aber Horizon lohnt sich immer noch sehr für die Konsole und ist vor allen Dingen halt auch schnell, also es läuft gut, es sieht wahnsinnig toll aus, man hat direkt so einen Impact. Du hast immer häufig sehr viele Sales, ne? Man muss ja auch immer ein bisschen so auf die Preise dann gucken und gerade die First-Party-Sony-Sachen, sowas wie God of War, wie Horizon, wie Uncharted 4 und so weiter, alles noch Zeug, was man super spielen kann, gibt es oft mal für 10 bis 20 Euro. Und ich finde, also da kann man sich schon im Nachhinein gut eindecken. Ja. Gerade wenn die Spiele visuell nicht so viel verloren haben. So, jetzt. Den haben wir aus der Serie mitgekillt, aber da oben war doch noch einer, ne? Das ist aber normaler. Naja, ist egal. Ist es normaler? Ich glaube, ja. Die Nemesis muss die nur erwischen, glaube ich, und dann packt er seine Saat da rein. Er sieht mittlerweile auch recht normal aus. Wir haben ihm die Tentakel vom Gesicht. Ja, das ist ihm da geheilt. Ist Nemesis, ne? Oh, doch, da. Der hat die schon. Da, doch. Aber eben, hatte er die nun? Ach, das war ein anderer vielleicht. Okay, so. Nemesis, lass uns doch mal kurz dein Werk hier begutachten. Oh, guck mal, wie das noch juckelt und zuckelt. Siehst du das? Es will raus aus dem Gesicht. Wie ein invertierter Facehugger. Ja. Vom Gesicht nach außen. Im Face-Distancer. Face-Grabber. Ja, das ist eigentlich so ein Corona-Ding. So, das willst du nicht. Okay. Das Gesicht greift zurück. Gregor, hast du das gehört? Gesicht greift zurück. Ah, du, wech mal. Oh, der liegt... Na, kann ich denn? Stars. Oh, hast du gesehen? Ja, einen ganz geil zur Seite geschoben. Oh, und er ist gerade weggeflogen. Ne? So, siehst du, der ist scheinbar, taucht nicht mehr auf, ey. Ich glaube, der Host ist tot, aber das Ding ist noch nicht. Alter, tot, ne? Der hat da einfach so ein riesiges Loch Pupe in der Mitte. Ja, wirklich ein Publoch. Essen, trinken, alles aus dem Loch. Reden. Da fällt's ab, ne? Oh, ah, guck das an. Es schmuddelt da wieder rein. Aha, interessant. Komm, wir machen. Können wir das nochmal vom. Oder können wir uns irgendwo killen lassen? Weil 2-3 Minuten einmal. Ah ja, wir lassen uns einmal nochmal killen. Ich würde gerne mal, Ich würd gerne mal gucken, falls es klappt. Wahrscheinlich steckt er dir dann auch seinen Handaal in den Hals. Haben die den einfach in so Plastikfolie gewickelt, weil sie gedacht haben, komm, scheiß drauf, der wird eh auseinander. Der fällt eh auseinander. Nee. Ich bin absichtlich gestorben. Das wird nur dem Besten angeboten. Das war alles mit Absicht. Liegt nicht daran, dass ich schlecht bin. Wir können also aber auch jetzt schon Schluss machen, Gregor. Ich meine. Oder? Ja, wir probieren es einmal noch aus und dann haben wir beide wenigstens die Demo zweimal cool durch. Dann, was gibt's denn hier im Anschluss, Simon? Weißt du das? Ja, wie gesagt, jetzt kommt gleich Foul wird fit.
Das hat einen festen Sendeplatz, deswegen unterbrechen wir unser Programm dafür. Danach kommt die Sony-Pressekonferenz, von der wir erwarten, dass wir mindestens die Specs, aber hoffentlich auch ein bisschen mehr sehen. Ich will hören Teraflops. Flops, 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 flops. Ja, genau. Ich will eigentlich irgendwelche geilen Vergleiche oder ich will irgendwie eine Tech-Demo ist eigentlich Quatsch, ne? Aber irgendwas, womit sie posen. Das wäre schon gut. Ja, Nathan Drake soll eine Xbox auch zerstören. Genau, naja, sie sollen einfach was. Sie sollen Exklusivtitel ankündigen. Das ist doch eigentlich das Ding. Aber weil ihr fragt, ich bin so müde, weil ich eigentlich heute Morgen eingeplant war, mit Gino für Moin Moin sein Fitnessprogramm zu trainieren. Er hat ein neues Fitnesspramm etabliert und ich wollte ihm da helfen. Und dann war ich heute Morgen hier und dann läuft das wegen Corona nicht. Echt? Und dann war ich ganz umsonst, bin ich um 9 Uhr aufgestanden und deswegen bin ich saumüde. So. Jetzt aber mal. Komm, mach den Grabsch. Oh, mit dem Pupploch! Mit dem Pupploch auf den Kopf! So, ich habe nichts gedrückt, sie hat gerade weggeschüttelt, wir probieren es aber nochmal. Glaubst du, es saugt den Kopf, es lutscht den Kopf weg? Wahrscheinlich. Also glaubst du, ist dann nur noch der Stumpf? Es beißt den weg. Nur noch der Stiel? Schau es dir an. Oh mein Gott. Mann, okay. Genesis, Genesis, Genesis. Bam. I can feel him biting in the ass tonight. Nein. Schlong on. Oh, Schlong. Ja. Oh, Schlong. Jetzt, ich will das sehen. Kommt er denn jetzt hier rein? Gut, wir behalten uns das vor. Ich glaube jetzt... Na gut. Ist er noch da? Warte mal, gut. Wir probieren es noch aus. Wir haben noch 2 Minuten, also... Ja, aber der ist ja nicht mehr da. Aber die Tuse ist vielleicht da, ne? Die können wir ja schießen, die sind uns ja egal. Ach, geh mal weg hier. So. Ist sie noch da? Oder Nemesis hat die zur Seite geschoben. Ja, normalerweise ist es doch nie so schwer, da. Sich von so einem Vieh beißen zu lassen. Ah, schon wieder, ne? Also der lebt noch, der Rest nicht mehr. Das ist ja krass. Ah, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Oder auch nicht mehr. Oder steht jetzt auf? Ja! Ah, geil! Das ist also, so weckt man Menschen auf. Und so. Jetzt kommt's her! Also. Nimm mal einen Ordnung. Ich werde auch nicht heilen. Manchen Haps. Njam. Also, jetzt bin ich aber schon energiebereit. Jetzt schaffst du's. Jetzt. Guck mal, jetzt schaffst du's. Jetzt wird geschluckt. So. Mann, jetzt zieh dich doch nicht so. Lass dich doch fressen. Oh nein! Okay, da ist es. Transport. Ah, Kopf. Virustransport auf von Kopf zum Kopf. Und jetzt sind wir besessen. Hammer. Und wie lustig, ne? Jetzt ist das Tier plötzlich auf dem Kopf mit dem Schlund und ja. Es hat den Kopf umschlossen. Es ist nicht da rausgewachsen, sondern. Man muss doch wenigstens so irgendwie sich noch draufhauen können. Alter, furchtbar. Heilige Mutter Gottes. Das war sehr schön, Simon. Schön, dass wir das noch spontan so reingekriegt haben. Ja, er hat sich auch gefreut, dass er das spontan, genau. Dass er die Jill spontan noch reingekriegt hat bei sich. Ja, das ist natürlich klar. Wir müssen das machen. Wenn das Spiel dann da ist, werden wir es auch spielen. Freut euch darauf und seid euch sicher, ihr werdet es bei uns zuerst sehen. Ja, danke Gregor fürs Rennen. Ne? Ja, danke, dass das so schnell geklappt hat und bleibt auf jeden Fall dran. Ihr habt gehört, was da noch an Programmen jetzt folgt. Könnt bis 10 heute da bleiben. Doom Eternal. Genau. Ja, nicht vergessen. Haut rein.